Hallo User, grüß dich, herzlich willkommen. Moin. Wo ist er jetzt hingerannt, die alte Mistkröte hier? Das gibt's doch gar nicht. Und da sind wir gekommen, wahrscheinlich hier durch. Aber wie sieht's aus? Oh, wir nähern uns dem Ziel nicht wirklich. Alter, das ist ja noch richtig weit weg, okay? Alles klar. Hier sind ein paar Krabben. Leg dich ins Zeug. Immer. Keine Chance. Da müssen wir, glaube ich, auch mal mit Eis angreifen. Ah, das tut mir immer so weh. Komm ruhig. Eis. Alles geben. Das finde ich immer so traurig, weil das immer so viel Mana kostet. Verschwende. Na gut. So, der ist auch down. Okay, alles klar. Na dann. Wir haben uns schon ordentlich zerlegt. Hier ist noch eine Kiste. Eieieiei. So, hier nochmal ein bisschen. Da nochmal ein bisschen. Okay. So, was haben wir hier noch Schönes? Nichts mehr weiter. Schöne Aussicht. In die Ecke getrieben. Jetzt ist okay, jetzt. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken, was passiert. Tut dir nichts. Komm her. Ja, aber klar. Er ist runtergesprungen. Hier sind auch noch ein paar Gegner. Eieieiei. Na komm, rein da. Oh, da ist wieder der ganz böse. Der Frosch. Jetzt. Oh Gott. Oh nein, ich glaube, wir wurden schon verwandelt, oder? So, du hast ja noch ein bisschen Magie. Mach mal Feuer bitte auf den Sahagin. Okay. Nicht, geh weg! Wir müssen ihn irgendwie hier wissen. Oh, ich mach schon mal die andere Krabbe hier fertig. Alter, Tifa ist auch fast tot schon, ne? Vita, Tifa, Vita! So, mach nochmal Vita. Auf Barret. Okay, alles gut, alles gut. Gar nicht so einfach, diesen kleinen Peter da zu fangen, oder? Hallo Reintox, grüß dich, schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Seltener Besuch, na, wie ist es? War kurz was zum Essen holen, und schon gibt's hier eine Schlägerei. Es ist ja Final Fantasy, da bist du eigentlich... Also entweder bist du im Story-Slot drin oder du bist in einer Massenschlägerei. Guck mal, das ist auch ein Albino. Das ist irgendwas Besonderes, glaube ich. Von beiden Seiten. Okay. Lass das nicht entwischen. Okay, wollen wir mal schauen. Bevor wir da hinrennen, will ich natürlich noch einmal in die Ecke gucken. Darf ich nicht. Scheißen Dreck. Darf ich nicht lang? So, komm. Du darfst auch dich beeilen, ne? Ich drück gerade Sprinten. Es scheint nicht zu funktionieren. Naja, wir haben ja Zeit, ne? Wir haben mehr Zeit. Gerissenes Biest. Ganz das Herrchen. Gib das zurück. So, jetzt darf ich rennen. Ah, warte mal. Jetzt gucke ich aber trotzdem mal hier in die Ecke. Da ist doch bestimmt noch irgendwas. Hier ist ein Container versteckt, okay. Da ganz hinten. Oh, hier ist auch noch was. Wir könnten da schon reingehen. Ich mach das jetzt einfach mal. Aber wir haben hier Wasser. Ah, okay, alles klar. Kommen wir später nochmal zurück. Aufgeschlossen habe ich schon mal die Schatztruhe. Beziehungsweise die Schatzkammer. Jetzt müssen wir wahrscheinlich den Dude besiegen. Mal gucken. Hallöchen. Hallöchen, Shadow. Grüß dich. Wieder ein seltener Besucher. Wie geht's? Wie steht's? Oh, das könnte Bossfight werden, oder? Das ist aber der Typ, ne? Den müssen wir nochmal analysieren, auf jeden Fall. Ich glaube, der ist nicht ohne. So, dann gucken wir doch mal. Analyse, Diebisches. Wirksam ist Feuer. Okay, alles klar. Ach, guck mal, wie der hier rumspuckt, der Lümmel. Ah, wir kiten den einfach mal ein bisschen weg hier. Und bei so ein paar Kisten aufmachen. So. Guck mal, können die hinten schön draufballern. Oh, oh, er kriegt Verstärkung sich gerade. Das ist ja gar nicht gut. So, dann gucken wir mal. Feuerchen. Der Diebische erstmal kriegt Feuer.
Hat gar nichts gebracht, war zu schnell weg, der Typ. Das ist natürlich doof. Dann kriegen die anderen nochmal ein bisschen Feuer ab. Der hier zum Beispiel. Oh, zwei auf einen Streich. Easy. Ah, der ist noch nicht ganz down. Komm schon. Und diese beiden noch am Leben. Oh mein Gott. Komm, du musst ein heftiger Schnetzeln klaut. Das gibt's doch gar nicht. Oh, doch mal einen raus. Mach doch mal hier, du hast doch Fähigkeiten. Mach mal Ende mit Schrecken auf den hier. Oh boy, das war richtig gut. Wo ist Tifa? Tifa ist am Fighten. Tifa muss jetzt erstmal heilen. So, wir machen mal ein Gebet. Dann heilen wir uns alle ein gutes Stück. Oh, der hat mich aber hart getroffen gerade hier. Er hat mich aber wieder hart getroffen. Wurde schon ungeduldig. So, pass auf, dann machst du mal Fuega auf das Diebische. Das ist der größte Feuerzauber, den wir haben. Oh, abgebrochen! Abgebrochen, Mana weg. Oh, das ist bitter. Das ist ganz bitter. Jetzt haben wir kein Mana mehr, ne? Alter, das ist natürlich krass. Mach! Okay, er grillt auf jeden Fall. Dann machst du auch mal ein bisschen Feuer nochmal drauf. Auf den hier. Zieh dich zurück. Oh, und du hast leider nichts. Doch, jetzt hat er auch Feuer jetzt. Oh, warte mal. Den hier. Der ist auch gleich unter Schock. Alter, der setzt uns aber ganz schön zu hier, der kleine Wurm. Jetzt haben wir ihn. Volle Konzentration. Okay, den diebischen haben wir. Jetzt ist der Knappe noch dran. Eieieiei, Junge, 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 Junge. Gar nicht so leicht gewesen. Gib her! Shadow voll oft, also mindestens viermal die Woche. Schmuck. Gib her. Am Wochenende eigentlich immer so mittags, nachmittags. Und dann dienstags und freitags eigentlich auch immer. Schicker Schlüssel. Abends. Hallo Andi, moin! Sorry. Das gehört nicht wirklich dir, oder? Schwester, Mutter? Familie habe ich nicht. Unser Traum ist vorbei, Leslie. Meine Geschichte. Ich mute mich. Die Blume steht für... Du musst mich vergessen. Für immer. Ein halbes Jahr her. Kurz darauf wurde sie Corneos Braut und verschwand aus meinem Leben. Nicht dein Ernst. Den Anhänger gab sie mir zurück. Abgebrüht, oder? Dabei war das Teil verdammt teuer. Was willst du hier unten überhaupt? Ich will Rache. Ich warte schon zu lange. Wenn ich keinen Schlussstrich ziehe, werde ich nie loslassen können. Wenn's dir hilft? Solange wir nach oben kommen, ist's egal. Keine Sorge. Ich stehe zu meinem Wort. Wie viele Jahre, Andi? Wie viele Jahre? Du gefällst mir. Kommt hier lang. Okay, wir sind alle halb tot. Ich vermute mal, dass wir jetzt noch auf eine Parkbank treffen werden, oder? Weiß es nicht. 7 Jahre! Vor 7 Jahren, was habe ich da gemacht? Das weiß ich gar nicht mehr. Bin ich 30 geworden, Alter. Das ist schon richtig lange her, ne? Warte, Corneo, wenn ich dich in die Finger kriege. Das ist schon richtig, richtig lange her, Alter. Wie? Bitte. Verstanden. So. Jetzt können wir Wasser ablassen und ich glaube, danach kommen wir in die Schatzkammer rein. Ah ja, guck mal. Aufgeschlossen hatten wir schon. Ja, der Sie habe ich damals immer gespielt, genau. Ewigkeiten her. Ist das eine Abkürzung? Sollen wir da hoch? Oh, warte mal. Kisten. Oh, super Trank. Das hat sich gelohnt.
weiß nicht, ob es hier weitergeht, ehrlich gesagt, aber ich glaube schon. Es wird eine Abkürzung sein. Ah ja, guck mal. Okay, alles klar. Von da oben kommen wir runter. User hat schon 2 Stunden geschafft. Sehr gut, User. So, hier runter. Ach, was hätte ich gerne, Parkbank. Jetzt gehen wir erstmal uns den Schatz holen. Den plündern wir jetzt. Wie weit ist denn das weg eigentlich? Sind wir hier irgendwo in der Nähe von der Parkbank? Nee, gar nicht. Okay, schade. Dann hier runter. Da läuft er längs. Davor waren 2 Supertränke drin. Sehr schön, sehr schön. Ja, Supertränke haben wir ganz schön viele, glaube ich, mittlerweile. Die füllen, was füllen die eigentlich auf? Ich weiß es. Ich glaube, die entfernen nur... Ach, hier ist ein Bett. Schau mal. Ah, der will schon wieder mit mir quatschen. Aber ich gehe erst... Hier kurz. Ich gehe erst auf die Bank, Leute. Ich gehe erst auf die Bank. Ob der Typ da drin alleine klarkommt? Ja, Shadow, wenn niemand genug Punkte hat, um den Stream auszumachen, dann ist der Stream vorbei. So einfach ist das. So. Schicksalsvolle Entscheidung. Hier ist auch noch ein Bett drin, Leute. Aber wo ist denn die Schatzkammer? Hier ist ein Bossfight. Da ist safe, ist da ein Bossfight drin. Ich will eigentlich erstmal zur Schatzkammer, ne? Wo ist die denn? Hier. Da müssen wir hin. Route funktioniert leider nicht. Meinst du, ich komme da hin, wenn ich hier durchlaufe? Also von hier aus ging es auf jeden Fall auch hin. Ich weiß nur nicht mehr, wo lang genau das war. War das hier lang? Nee, das war die andere Richtung, oder? Ich muss erst zur Schatzkammer. Ich muss erst zur Schatzkammer, zur Schatzkammer, Leute. Hier war das lang. Okay. Wir gehen mal den großen Bogen wieder. Wir machen mal eine kleine Ausflugstour, bevor wir uns dem Fight stellen. Ah, genau. Hier war das. Hier waren wir überall schon. Wann endet der Stream? Oh, also auf jeden Fall von 19 Uhr. 19 Uhr muss ich kochen und essen. Es gibt heute Orangenfenchel mit Orangenfilets. Mal hier war das irgendwie, ne? Sondern hier lang. Dazu Kabeljau und Tagliatelle. Habe ich mir überlegt, mache ich heute einfach mal. Mal was anderes essen, weißt du, als immer dasselbe. Seit wann fehlt denn Lassi Sing für 50.000 Kanalpunkte? Es gibt leider keinen Twitch Sings mehr. Seit einem Jahr schon. Von daher kann ich das leider nicht mehr machen. So, dann war das hier lang auf jeden Fall. Ja klar, könnt alle vorbeikommen. Setzt euch ins Auto. Okay, auch keine Kämpfe mehr. Dann mussten wir hier durch. Ah, ich weiß, das ist ein weiter Weg. Aber hier war irgendwo die Schatzkammer. Oh, oh, oh. Genau, vorne links, glaube ich, oder? Irgendwo hier. Nee, vorne rechts. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo hier. Wir müssen hier uns nochmal durchfighten. Los geht's. Wir können auf jeden Fall die Schatzkammer, bevor wir da gegen den Dicken kämpfen. So, Eis. So, einer down. Oh, stehen gibt das gar nicht gut. Ich habe aber auch kurz unter Schock, aber ich sehe sie nicht. Mach mal hier den da hinten platt. Mit Feuer am besten. Der wirbelt schon wieder so komisch rum. Der kriegt nochmal einen Feuerball. Nicht getroffen. Oder habe ich den doch getroffen? Auf jeden Fall hat er uns gut gehittet. So, dann hier lang, glaube ich. Oh, scheiße, jetzt sind da unten auch wieder die Boys. Uff. Was machen wir noch?
Ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Wir werden uns erstmal healen, auf jeden Fall. Ich verschwende mal Megatrank für Cloud. Weil das wird wieder ein haariger Kampf da unten. Lassi hat auch schon on-stream gekocht. Richtig, stimmt. Ich würde so lachen, wenn 2 Stunden später 80 Leute vor der Tür sind. Also ich hoffe ja, dass niemand meine Adresse hat von euch, ja? Ansonsten habe ich schlechte Arbeit geleistet. Kein Bock auf Stalker. Ist natürlich nur Spaß, ey, wenn ihr jetzt einer vorbeikommt. Ich mach einfach nicht auf. Wenn jemand kommt, dann bringt wenigstens Bier mit. Ja, bringt wenigstens Bier mit. So, hier gibt's Feuer. Feuer frei. Bring Gesitter und Frittier. Muss wach bleiben. Oh nein, wir schlafen alle. Ich setz noch einen drauf. Und tschüss. Gar nicht gut. Na, pass auf, wenn die alle schlafen, müssen wir hier weitermachen mit Eis. Auf die Kaiserkrabbe. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Okay. So weit, so gut. Hier sind wir vorhin auch lang gelatscht. Dann hier rein. Ich habe das dumpfe Gefühl, wir laufen echt im Kreis. So, und hier hinten war die Schatzkammer. Wir sind da. Ich besuche Jessie. Mach das, wenn ich sie. Bestell schöne Grüße. Ich bin dann aber auch hier, ne? Leg dich ins Zeug. Immer. Ach du Scheiße, was ist denn das hier jetzt? Oh, ich bin gar nicht prepared für sowas. Oh, das ist natürlich ganz mies. Darauf bin ich gar nicht vorbereitet, Leute. Wir haben auch einen Prinz noch dabei. Das ist gar nicht gut. Nein, ich bin ein Frosch. Oh, so eine verdammte... Warum bin ich denn ein Frosch? Was soll der Scheiß? Oh, komm schon, mach was. Mach was. Los, Barret. Das kann doch nicht sein, dass ständig diese verdammten Angriffe hier irgendwie... Ich verlasse mich auf dich. Bin ich auch ein Frosch wieder? Nee. Ich bin noch kein Frosch. So, wir heilen auf jeden Fall mal Barret. So, Cloud ist auch wieder am Leben. So, Cloud, jetzt mach... Geh mal weg, Cloud. Geh da mal weg. So, erstmal Schatz plündern. Und jetzt mach Feuer bitte drauf. Auf irgendwen hier. Wir haben noch keinen einzigen Feuerangriff erfolgreich gemacht. Das gibt's doch nicht! Schon wieder nicht! So, mach du Feuer. Was weiß ich hier auf, keine Ahnung, auf den erstmal. Wir machen erstmal die Lakaien weg. Das kann ich, Alter. Jedes Mal springt er auf mich drauf. Okay, Barret ist auf jeden Fall tot. Ich darf hier nicht verlieren. Oh, Scheißendreck. Was machen wir jetzt, Leute? Megatrank für Barret, den Frosch. Oh, Leute, ich bin auch fast tot, ne? Ich müsste mich mal heilen. Jetzt bin ich tot. Warte, bin gleich bei dir. Los geht's. Tschüss. Okay, also Gegenstände, Phoenix, Tifa. Und weiter geht's. Dann Gegenstände, Megatrank. Kann ich gerade nicht. Das wird so nicht. Ich mache weiter. Auch für Tifa. Wir müssen da irgendwie Feuer drauf machen. Das kann doch nicht sein, Leute. So, hey, du mal Cloud am besten gleich, wenn du mal irgendwann so einen Punkt kriegst. Wir laufen hier die ganze Zeit einfach nur hin und her am besten kurz. So, da ist wieder der Krötenfluch. Das ist ganz böse. Megatrank. Nee, warte mal, wir machen... Was machen wir denn? Wir machen Magie Vita auf Cloud. Ich bin an deiner Seite. So, und jetzt rauf da. Ja, diesen hässlichen Krötenprinz, den müssen wir eigentlich auch nochmal untersuchen, ne? Für unsere Sammlung. Das machen wir mal noch kurz. Auf Nummer sicher. Okay, so, wollen wir ganz kurz gucken. Wirksam ist Feuer, wie immer. Und seine Schockleiste lässt sich normalerweise nicht füllen. Im Kontermodus wird er jedoch schockanfällig. Sein Kontermodus wird beendet, sobald er in einen Schockzustand fällt. Hallo Master Core Gaming, grüß dich! Das ist der Froschkönig. Auf jeden Fall. Verdammt! Nicht übertreiben. So, jetzt mach bitte mal vernünftiges Feuer auf den.
Okay, sehr gut. Er ist geschafft. Jetzt drauf. Oh, Barry ist halt Limit. Sehe ich gerade. Eieieiei. Schwierig. Wie geht's der Master? Uff. Also das ist die Schatzkammer. So viel ist ja hier irgendwie nicht zu holen, ne? Ein Froschring haben wir. Ich glaube, das schützt vor Froschwerden. Den sollten wir vielleicht mal anziehen, Leute. Wir haben ein Elixier gefunden. Und hier hinten haben wir noch was. Und zwar... Damit wäre die Suche nach Cornelius' Kronjuwelen wohl beendet. Und was machen wir damit? Könnte ziemlich lange dauern, bis wir einen Käufer finden. Wir sollten sie Male geben. Die kümmert sich um den Wiederaufbau der Slums von Sektor 7. Können wir machen, aber den Frosch würde ich mir trotzdem mal anziehen. Auf jeden Fall Tifa würde ich den anziehen, weil Tifa unsere Healerin ist. Die sollte auf jeden Fall diesen Ring besitzen und behalten. Lass mal kurz gucken. Ausrüstung, Tifa. So, magisches Zahnrad, ne? Ist natürlich auch nicht schlecht. Aber Froschring, wir haben sogar zwei schon, Leute. Versetzt während des Kämpfen einen automatisch in den Zustand Frosch? Ja, das ist ja doof. Das ist ja kacke. Das wollen wir nicht. Wir wollen irgendwas, was vom Frosch schützt. Na gut, das hat ja jetzt nicht geklappt, ne? Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Dann können wir jetzt den Endboss machen, glaube ich. So. Hier geht's prächtig. Ja, ich freue mich, dass ich Final Fantasy wieder spielen kann. Oh, schön. Ja, das ist natürlich doof. Wenn ich sofort ein Frosch werde, ist das natürlich echt nicht gut zum Kämpfen. Oh, nee. Oh, nein. Ich will doch einfach nur wieder zurück. Pass mal auf, dann laufen wir andersrum. Dann gehen wir mal den anderen Weg wieder. Ich glaube, das war dann hier lang. Hier rüber. Hier war der Endfight und hier war irgendwas, ne? Hier war die Tür, genau. Da müssen wir eigentlich gleich wieder am Anfang rauskommen. Hier mit der Leiter, die hier irgendwo ist am Ende. Hoffentlich. Genau, da ist die Leiter. Bum, 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 bum. Du wohnst doch safe in der besten Streamerstraße 1. Ja, genau. So heißt meine Straße. Kommt mich gerne besuchen. In Streamertal. So. Okay. Jetzt muss ich hier wieder runter, oder? Ich habe die Orientierung schon wieder verloren. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Ich glaube ja. Ich glaube, hier müssen wir wieder runter. Haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Kisten mitnehmen. Supertrank wieder bekommen. Sehr schön. Eine Froschheilung haben wir auch noch gekriegt. Was ist hier noch dahinter? Ah, okay. Das ist der andere Weg zum Bossfight. Da wollen wir erstmal nicht rein. Wir gehen erstmal nochmal schön ins Bettchen schlafen, ne? Das ist wichtig. Und ich bin gespannt, gegen wen wir kämpfen. Entweder ein schönes Haustier von Don Corneo oder gegen Don Corneo himself. Beides ist möglich. Bester Streamerstraße 1337 in 22844 EU West. Lol. Gut. Wir sind da. Ich gehe nochmal kurz aufs Klöchen, Popöchen. Und dann werden wir mal gucken, was sich hier hinter dieser Tür versteckt. Also bis gleich. Es wird, glaube ich, sehr, 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 sehr spannend. Ich bin wieder hier.
In meinem Revier. Oh boy. Schauen wir mal dahinter. So, wollen wir mal gucken, ob das wirklich ein Bossfight ist. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eine ziemlich große Halle. Hier ist Leslie. Ich habe eine Nachricht für dich, Corneo. Oh, hi? Du kommst allein? Ja. Oh, hi? Und wo sind die Täubchen von Avalanche? War doch schließlich deine Aufgabe, diese Belga zu schnappen. Tut mir leid. Deshalb will ich mit dir reden. Leslie. Du weißt schon, warum ich mich hier verstecke, oder? Ich weiß es nicht. Ich hab den Täubchen von Avalanche etwas zu viel vorgesungen. Leider hat das Shinra absolut nicht gefallen. Sie wollten die Platte bam runterholen und ausnahmslos alles in Sektor 7 dem Erdboden gleich machen. Aber diese Belga haben die Leute gewarnt und die meisten Menschen konnten leider fliehen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Shinra will Midgar aufgeben und ein neues Paradies zum Leben erschaffen. Ursprünglich hätte ich der Don vom Weimarkt in der neuen Stadt werden sollen. Stattdessen bin ich jetzt auf der Flucht. Leslie. Okay, Wendy, sie macht mal Prediction. Dabei hatte ich eigentlich vor dir, ob wir Don Corneo besiegen können oder nicht beim ersten Mal. Am besten nur eine Minute, so kurz wie möglich. Und jetzt zur Preisfrage. Wann legen Schurken wie ich am liebsten alle Karten auf den Tisch? Hä? Oh, irgendwas passiert jetzt, Leute. Die Antwort kennst du doch bestimmt, du Schlaumeier. Wenn ihr wisst, dass ihr gewonnen habt. Bingo. Freu dich nicht zu früh. Hoi. Hier. So, Prediction ist da. Jetzt abstimmen. Schaffen wir den oder schaffen wir den nicht? Alles über Sektor 7 hören. Ich weiß gar nicht, ob es einen Bossfight gibt. Ja oder nein? Ihr könnt abstimmen über oder unter den Chat. Los geht's. Ist der jetzt durchgeknallt? Hoi. Pech für euch. Denn ich schrei hier nicht zum Spaß rum, wisst ihr? Eieiei, wer kommt da jetzt rausgekrochen? Alle sagen nein, 1000 Punkte auf nein, 0 Punkte auf ja? Alter, was ist das denn? 3000 auf nein, wer jetzt auf ja stimmt, kann ordentlich was einkassieren, falls wir gewinnen, Leute. Ich wollte nur dran erinnern. Verdammt. Der Demo-Boss, was für ein Demo-Boss? Oh, nicht so viele kleine Viecher. Oh. Kümmern wir uns erstmal um den. Oh, ich warte mal die Prediction ab. Und, eieiei, nicht euer Ernst, 20 Punkte haben auf Sieg gesetzt und 3000 dagegen. Wollt ihr mich verarschen oder was? Das gibt's doch gar nicht. Schlimmste Prediction, die wir jemals hatten. Ich glaube, ich werde wirklich sterben. Den gab's damals in der Gameplay-Demo zu spielen. Okay, weißt du auch, wie wir den besiegen können?